Dann würde ich mal was essen und dann muss ich mein Wasser noch auffüllen. Ist das Schneemann? Weihnachtsmann ist ja irgendwie witzig. Schade, dass die das erst jetzt rausgebracht haben und nicht eben zu Weihnachten. Aber gut, wahrscheinlich hatten sie ein bisschen Zeitdruck oder so. Aber es ist schon echt krass, dass es jetzt so also Schlag auf Schlag geht. Aber ich habe das auch richtig gelesen, also dass die das eventuell schon, also noch vor Jahresende, die neue Version ausrollen wollen. Oder eben in der ersten Woche. Also das haben sie natürlich noch ein bisschen offen gelassen. Das wäre natürlich schon nice. Und vor allen Dingen, was heißt das jetzt auch genau? Was ist denn jetzt alles denn damit drin? Was ist da enthalten? Können wir schon auf die alte Karte wieder fahren? Da schon weiter looten? Nacht ist also aufregend. So, eigentlich wollte ich mit den Quad da hoch, aber ist Quatsch. Wir wollen ja die guten Schränke uns holen. Ach, ich wollte Wasser auffüllen. Genau. Weil ich ja festgestellt habe, dass die mehr Space haben irgendwie. In den Tunnel müssen wir. Nee, müssen wir in den Tunnel? Nur wegen den Schränken? Na, eigentlich ja nicht, oder? Weil hier sind ja, glaube ich, zwei oder so. Wir schauen mal. So, dann fahren wir mal da hoch. Weil ich könnte die Schränke nämlich wunderbar auch. Und natürlich auch die Teerkisten erstmal fürs Auto nehmen. Und die Schränke könnte ich sehr gut für. War das hier? Jedes Mal dieselbe Frage, was? Nein, hier war es nicht. Oder? Hä? Ich bin verwirrt. Fällt man nur eine Million Mal hier hin und her, aber irgendwie so richtig. Ne, hier war es, okay. Die Richtung. Pass auf, jetzt sind hier Banditen und knallen mich ab. Weiterhin keiner, oder? Oder waren hier letztes Mal? Ich weiß es echt nicht mehr. Doch, das sind Banditen, natürlich. Naja. Okay, dann müssen wir jetzt natürlich, die erstmal erledigen. Dann werden wir jetzt mal hitzig mit denen diskutieren, warum wir denn schon wieder da sind. Ich will einfach eure Kisten haben. Das ist eben, also mit dem Flammenwerfer wird man so mutig. Ich hätte mich früher nie getraut, einfach so in so ein Banditencamp reinzumarschieren. Okay, da hinten ist einer. Ist das gar nicht so viel? Ich weiß gar nicht. Was macht er denn? Er läuft von mir weg. Hallo? Trefft ihr jetzt etwa? Seit wann trefft ihr denn? Wow. Ihr wart doch sonst immer so ein bisschen schwierig. Och, ich hab ja kaum. Hä? Ich hab gar keinen Schaden genommen. Ach so, ich habe ja noch die Weste an, oder? Die hat jetzt bestimmt Schaden genommen, könnte ich mir vorstellen. Oh ja, 13. Nicht so gut. Da muss ich auch noch rausfinden, wie ich die. Also, ich kann die bestimmt reparieren. Aber wir looten erstmal die Banditen. Oh, eine Handgranate. Achso, ich kann die nicht mit der Pfeiltaste darüber schieben. Okay. Dann ist das so. Okay, das war Nummer 1. Ich weiß gar nicht. Nee, also ich nehme jetzt keine Teile. Ach, das wollen wir auch noch ausprobieren. Ach, mein Gott, mir fallen mir so viele Sachen ein. Batterie, drei Batterien. Wie geil. Na, hier komme ich öfter hier. Oh, da von dem Zeug haben wir auch so viel, ey. Nee, ich will es eigentlich nicht mitnehmen. Drei Batterien, ich werde ja wahnsinnig. Oh, hier ist noch wer. Aber wo? Da hast du mich in den Rücken geschossen oder was? Hä? Wo ist er denn?
Ach da. Tja, ich hätte ganz schlecht sehen können irgendwie. So, die beiden haben wir gelootet. Okay. Ist hier noch Zement und so? Okay, wir können. Ach, das müssen wir auch noch alles. Oh Gott, das können wir auch noch alles mitnehmen. Das ist ja wie, als wenn ich neu looten gehe hier. Und da jetzt die Batterien ja länger halten, sind die drei natürlich jetzt Gold wert. Schießpulver nehmen wir mit. Das ist nix. Oh, ein bisschen schwach. Nächstes Mal bitte ein bisschen mehr mitbringen. Zur Party. So, das, den Apfel. Nö. Dass immer gleich die Waffen alle kaputt gehen muss. Oh, den kann ich nicht looten. Das ist ja doof. Schade. Ich dachte, er hat vielleicht auch noch Batterien bei. Muss ich jetzt hier nochmal rumlaufen und gucken? Ach, hier, guck mal, hier ist eine. Aber das haben wir ja schon. Oder? Ist das dieselbe? Warte mal. Ich bin mir gerade echt unsicher. Sieht irgendwie anders aus. Nee, ist dieselbe. Okay, ist klar. Gut. Aber ich wollte hier rein und. Ach, das ist noch so eine Propangasflasche. Das müssen wir ja auch mal langsam wieder befüllen. Dann gucke ich mal, ob hier wieder was gespawnt ist. Außer Teller, die wir nicht brauchen. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Das, was wir letztes Mal haben liegen lassen, ist immer noch hier. Ja. So, ich muss mal diesen Raum suchen. Mit dem Militär. Oh, was ist denn das wieder? Oh, nee. Die Militärkisten. Das habe ich letztens, also zwar irgendwie wahrgenommen, aber. Ach, hier ist auch noch eine. Ah, nee, die Dinger brauche ich nicht. Die Dinger will ich gar nicht haben. Das ist auch so geil, so ein Getränkeautomat im Wohnzimmer. Da eigentlich auch was. So schön gekühltes Bier. Ach, das Ding kann man nicht mitnehmen, so als Deko. Nee, schade. Das wäre cool. Ich will nur noch mal, achso, ich will mal gucken, was haben wir denn überhaupt noch an 12%. Ich beobachte das jetzt mal, wie viel das wirklich jetzt, wie schnell das runtergeht. Können wir das irgendwie messen in Zeit? Hm. Hm. Naja. 11%. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr tatsächlich. Weil. Wo war denn. Oh, war da hier noch ein Keller, oder? Da. Ja, genau, hier sind ja auch so eine Schränke. Genau, und wenn ich mich nicht täusche. Ja, 20 Plätze. Genau, die haben nämlich mehr Space. Cool, die nehmen wir mit. Ja, komm, die nehmen wir mit. Da sind es auch noch Schränke. Nee. Und oben, oh, da steht noch einer in der Ecke. Und oben sind nämlich noch so eine Militärkisten, die würde ich auch gerne mitnehmen. Was man immer alles so sieht, wenn man dieses Video nochmal zusammenschneidet, aber selber das gar nicht so für wahrnimmt, wenn man mitten im Game ist irgendwie. Das kann man hier nicht anschalten, oder? Nee. Das ist schon krass. Gut, hier ist immer noch keiner, aber gut, das war ja klar. Ah, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Aber ja gut, kommt 2% innerhalb von einer Minute runter, ist jetzt aber auch nicht gerade langsam. Also, ich weiß nicht, ob das hier. Oh, hier ist noch ein Messer drin. Genau, da war noch ein Flach. Hier sind ja auch noch die Schränke, ja genau. Oh, sind auch noch Sachen drin. Naja, ich popel die jetzt da nicht raus. Ich lasse die jetzt da drin. Genau, dann haben wir nämlich. Ich würde mir, glaube ich, auch mal so ein paar Utensilien. Ach, die Fleischklößen sind immer noch da. Sieht immer noch gut aus. Obwohl, die haben sie ja bestimmt jetzt neu gemacht. Also. Ich hätte fast die alten Dinger mitgenommen mit 15 Plätzen. Weil ich hatte die schon zur Seite gelegt. Ja, okay, komm. Wir waren hier ja schon überall. Müssen wir jetzt nochmal alles durchkramen. Ich wollte jetzt die
Kisten mitnehmen. Wir nehmen jetzt mal die mit. Kann ich die irgendwo rausschmeißen, also nicht hoch und runter laufen muss? Ne, sieht nicht so aus. Ach, schade. Aber geht's hier aufs Dach? Was ist das hier nicht für eine Tür? Waren wir schon mal? Moment mal, hier waren wir ja noch nie, oder? Das kommt mir völlig unbekannt vor. Das sieht aus wie so ein... Oh, naja, wie so eine Sekte hier. Hier ist auch noch eine Kettensäge. Und Sachen und Raketen. Was ist hier los? Hier war ich nicht. Cool. Und noch so ein Riesen... Okay, nehme ich auch mit. Das ist mir egal. Mir war wahrscheinlich diese rote Tür jetzt einfach zu auffällig. Also ich dachte mir, ach komm, rote Tür, was soll da schon hinter sein? Krass. Oh, hier, oh Gott. Jetzt kann ich aber langsam nicht mehr laufen, glaube ich, oder? Das habe ich eigentlich alles übersehen. Wow. Das kann nur ich. Nee, nicht im Keller, wir wollen hier raus. Ach, ein kacklanger Weg, glaube ich, jetzt zum Auto, wa? Ich hoffe, hier ist kein Bandit irgendwie. Naja. Ja, ja, ist richtig, Elon. Mit dem Auto kommt man ja nicht aufs Gelände, oder? War das nicht so? Nee, man kommt da irgendwie nicht durch, wa? Ach, jetzt bin ich wieder so. Achso, wegen dem. Oh, doch, hier könnte ich ja durchfahren. Ja, doch, wir. Ja, also, wir fahren sowas von aufs Gelände hier. Oh Mann, ich sehe das schon. Hier werden wir ja so viel Frickelkram machen, dass wir gar nicht zu unserem Häuschen da kommen. Aber schaffen wir schon. Das ist ja auch wichtig. Ich wollte ja eben diese Kisten haben. Und bevor ich das wieder vergesse. Räumen wir das mal hier rein. So, ich würde mal hier. Ich will das mal so ein bisschen wenigstens schon mal vorab thematisch sortieren. Damit wir hinterher nicht wieder tausend Sachen rumsortieren müssen. Ja, war schon wieder voll. Ja, ich bin mir echt noch nicht sicher, ob das ausreicht mit. Achso. Naja, gut. Ich vergesse es. Ich werde hier nichts vorsortieren. Achso, ist voll. Okay, sorry. Oh, ist es jetzt hingefallen? Tja, man weiß es nicht. Das passt auch alles nicht rein. Meine gut, ich habe jetzt noch die ganzen Bausachen bei, wa? Warum komme ich denn jetzt hier nicht? Ach gut, hier ist ja auch noch so viel Scheiß drin, ey. Okay. Aber dafür holen wir uns ja nochmal die Kisten jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, warum ist das Auto so groß, aber... Oh, guck mal, der Reifen hinten dreht sich. So, dann fahren wir mal vorsichtig aufs Gelände. Mhm. So vorsichtig, wie man nur fahren kann. Ich hab... jemand laufen gehört. Ist da oben noch jemand? Tatsächlich. Wie krass. Oh, ich habe immer noch die Taschenlampe an. Ah, jetzt. Die hätten sich. Das ist aber ein schlechter Beobachtungsposten. Weil wir marschieren ja schon die ganze Zeit durch die Gegend und der sieht uns nicht, oder wie? So. Das hast du nur davon. Wie? Du hast nichts Vernünftiges bei. Ach, nee, das brauche ich nicht. Ja. Gut, aber hier haben wir ja auch schon alles weggelootet, okay. Ging mir bloß darum, dass er mir nicht hier irgendwie in den Rücken schießt oder so. Okay. Dann fahren wir mal ein Stück weiter rein. Ja, das ist die Tür. So, passen wir da durch. Naja, geht schon, geht schon. Ich hätte auch von der anderen Seite reinfahren können, wäre vielleicht schlauer gewesen. Egal, so. Dann fahren wir mal hier so. Na Mensch, es wird ja immer besser hier.
Kommen wir wahrscheinlich nie wieder raus. Aber ich bin schon mal reingekommen. Sehr gut. So, hier ist der Hintereingang. Und dann. Ja. Dann holen wir mal den Rest der Geschichten. Achso, ein Apfel ist da noch, deswegen. Was? Oh, hier ist ja noch so ein Erste-Hilfe-Kit. Besser brauchen wir nicht. Aber hier brennt doch Licht. Warum? Also. Ah, ich wollte noch Lampen mitnehmen, ne? Ah, ist die Hintertür, okay. Ist das auch eine? Nee, leider nicht. Okay. Jetzt habe ich bestimmt genau den anderen Ausgang, oder? Nee. So, das dann auch ab aufs Auto. Und dann würde ich noch. Achso, die Schränke passen hier. Ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen, oder? Stapeln wir die mal. Achso, es geht wieder nicht, wa? Ah, das ist die. Da ist der Alkohol hingerollt. Das ist wichtig. Den müssen wir natürlich erstmal wegnehmen. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen auch nicht alle Schränke mitnehmen, aber so vielleicht so 2, 3 wäre schon ganz cool. Ach Gott, jetzt habe ich hier kein Licht. 1%. Das könnte eng werden. Nehmen wir die blauen mit? Oh. Gott, jetzt habe ich mich verlaufen. So. Ist auch sehr schwer hier. Ach, ich dachte, da kommt einer. Ja, also war ja doch ein Banditencamp. Ich war mir nicht mehr sicher. Also ich weiß noch, ganz am Anfang war es keins und dann doch. Und ach, guck mal, wir haben 0%. Wir können trotzdem noch leuchten. Ist das etwa ein Bug? Bitte nicht. Nein. Bitte keine Bugs. Schon gar keine Bugs, die uns Vorteile bringen. Das wäre ja eigentlich nur gerecht. Wenn das mal eine Zeit lang geht. Dass wir schon für Qualen allein mussten, weil wir keine Batterien gefunden haben. Und weil das Ding ja wirklich runtergezählt hat. Also es ist wirklich aus, okay. Ja, okay, zu viel gelabert und hat auch nichts gebracht. Dann, ach, die Batterien habe ich natürlich schlauerweise im Auto. Obwohl, hier könnte ich ja eigentlich auch die Fackel nehmen. Ne? Achso, nee, kann ich nicht, weil ich hier keine Streichholz dabei habe. Ach, es ist eine Krux. Es ist eine Krux, oder? Kann ich? Nee, natürlich nicht. War es, ob ich jetzt die Streichhölzer wirklich dafür schon verschwinden. Ne, die Batterien. Habe ich ja nicht Streichhölzer jetzt hingepackt. Ach, verdammte Axt. Ah, da, okay. Gut. Dann, sehr gut. Dann verschwenden wir jetzt nicht die Batterien. Weil wir müssen ja nichts kämpfen oder so. Da reicht ja die Fackel. So, nehmen wir das noch mit. Letztes Mal sind die Fackeln ausgegangen, weil, ich weiß gar nicht mehr, weil die nicht mehr genug Fuel hatten oder irgendwas war doch komisch letztes Mal. Ach, keine Ahnung. Es muss ja bloß noch ein bisschen aushalten. Wir wollen noch diesen einen Schrank wenigstens mitnehmen. Ach, warum ist der so klein? Oder sind die anderen wohl so groß? Aber es ist auch mit 20 Spaces, oder? Ja. Okay. Ist das Spaces überhaupt richtig? Oder ist das 20 Slots? Oder? Ach, keine Ahnung. 20 Plätze. Bleiben wir doch einfach beim deutschen Wort. So. Achso, jetzt ist er wieder rot. Okay. Dann können wir die Fackel wieder einstecken. Ja, und bringen. Ach Gott. Hier ist ja noch so viel Bauzeug auch, wa? Aber dadurch, dass wir die Garage eh nicht bauen können, ist es ja momentan eher uninteressant. Dieses ganze Zementzeug und so. Okay, dann würde ich sagen... was ist jetzt? Okay. Hallo? Was ist denn jetzt los? Okay. Nein, nimm doch bitte alles mit. Das ist schon wieder los.
Soll's doch nicht so widerspenstig sein. So. Komm. Das ist ja bloß ein kurzes Stück. Okay, jetzt hat er's. So. Wir könnten da rausfahren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. Obwohl ich denn gerade nicht so... sagte ich gerade, es ist einfacher. Ist da noch eine Kiste? Warte mal. Ach. Ach, guck mal. Richtig Gartenzeug hier drin. Warum haben wir das letzte Mal nicht mitgenommen? Oder haben wir es wieder nicht... Oh nein, die kann ich nicht mitnehmen. Ach, schade. Ich brauche so dringend Bierkisten. Getränkekisten natürlich. Das hat nichts mit Bier zu tun. Für die Zelda natürlich. Mist. Da muss ich auch drauf achten. Das brauchen wir auch. Auch so viel noch. Ich brauche noch so viel. So, von wo sind wir denn eigentlich gekommen? Von da, oder? Ach, ich fahre einfach mal runter. Mal gucken, wo wir schon landen. Ich meine, wir müssen nach... Wir können gar nicht nach rechts. Ja. Ach, mal schauen, wo wir hinkommen. Ich meine, wir müssen dann runter auf die Hauptstraße kommen, oder? Ganz schön steil hier. Aber wir haben ja einen Geländewagen, das sollte er wohl hinkriegen. Waren wir in diesem Häuschen schon? Mit Sicherheit, aber ich will trotzdem nochmal gucken. Ach, das ist so ein Starthaus wahrscheinlich, oder? Warte mal, Safe Game. Ja, nö. So ein kleiner schwedischer Couchtisch. Okay. Ach, hier sind wir neben, alles klar. Nicht so sicher, ob wir wirklich schon alles gesehen haben, aber ich muss das jetzt einfach mal so glauben. Aber weil wir gerade hier sind und hier ein paar Autos rumstehen, es tut mir leid, aber es ist ja wirklich wichtig. Wir brauchen Benzin. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder da drin sind Zombies, muss ich ein bisschen aufpassen. Die nicht ausgerannt kommen. Wenn nicht, wo ist meine... Wo habe ich meinen Flammenwerfer auf 3? Okay. So. Und Gas kennen. Noch mal kurz im Kofferraum geguckt. Was war das hier? Auch so ein kleiner... Naja. Das haben wir ja. Ein bisschen vorsichtig, weil ich gerade nicht weiß, ob hier auch irgendwelche Zombies rumgewandert sind. Oh, das nehmen wir mit. Oh, wir das Haus bauen. Okay, dann... nehmen wir das Auto. Oh, 5 Liter, das lohnt sich ja. So. Das hatten wir schon. Okay, es waren tatsächlich nur die 2. Das da hinten ist keins, was man anzapfen kann. Nee. Naja, besser als nichts. Ah, da hinten sind ja noch welche, genau. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen hier, wegen Zombie. Zombie-Dombi. Eins will ich noch gucken, weil wir schon mal hier sind. Das lässt mir ja schon seit Folgen keine Ruhe. So.
Okay, ich bringe erstmal kurz den Benzinkanister erstmal wieder weg. Und dann hieß es ja, ich speichere mal zwischen. Da hinten ist ja dieses Umspannwerk, keine Ahnung. Dieses Elektrizitätsgebäude, mein Gott, schweres Wort. Und irgendwo soll es hier ein Haus geben in der Nähe. Ist das damit gemeint? Ebenerdig. Ist hier keins? Da ist doch wohl irgendwo der Wagenheber, der eigentlich, also der soll dann da drin sein. Aber ich wüsste gar nicht. Oh, was ist das denn? Chat, hier waren wir ja noch gar nicht. Was ist das denn? Jetzt brat mir noch einer einen Storch. Ach, schade, wir können hier nicht rein. Das ist ja krass. Das habe ich noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Oh. Ach ja, komm, trink doch mal was. Der ist schon wieder am Durchdrehen hier. Ich muss aber auch was trinken. Das Ding wird bestimmt auch noch aktiviert. Das müssen wir uns merken. Man kommt aber nicht anders irgendwie rein, oder? Also irgendwie von oben. So ist das, dieser Tunnel. Wartet mal, ich habe irgendwas habe ich gelesen in den Patch-Notizen, aber ich kann mir darauf keinen Reim machen. Ist das damit vielleicht gemeint, dass man ein Haupttor nicht, dass beim Sprengen nichts passiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier Türen aufsprengen kann, oder? Das wäre mir neu. Ich wüsste auch gar nicht. Also klar, ich könnte einen Raketenwerfer nehmen, aber ich würde das tatsächlich mal probieren, weil ich würde auch gerne mal den Raketenwerfer überhaupt mal ausprobieren. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, glaube ich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Also gefühlt nicht. Wir nehmen mal 4 Stück, wir haben ein bisschen Wasser und Munition. Nehmen wir mal auf Platz 2. Schießen wir bestimmt selber irgendwie was weg. Okay, eigentlich ist es ja bloß zielen und feuern, oder? So, nee, aufladen soll die Flasche erstmal. Jo, das sieht schon besser aus. Doch, wir haben die schon mal genutzt, aber okay, nee, hier hat's keine Wirkung. War mir fast klar, aber ich habe da irgendwas Komisches gelesen. Na gut. Also, nee, jetzt mal wieder ablegen. Das könnten die eigentlich auch ändern, oder? Dass man immer die Waffe ablegen muss, wenn man sie irgendwo hinräumen will. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, naja, belastend, aber schwierig. Okay, aber das war es ja eigentlich gar nicht, was ich. Aber cool. Mal wieder was entdeckt. Ja, ich wollte ja eh nochmal wirklich jeden Zentimeter hier nochmal durchschauen. Aber ich weiß immer noch nicht. Ich glaube, ich muss mal den User da mal anschreiben, der mir den Tipp gegeben hat. Genau das denn sein soll. Dann ich schaue nochmal hier rein. Aber hier ist ja auch. Also da kommt man zwar rein, aber es ist ja kein. Das hieß ebenerdig, aber hier kommen wir ja gar nicht rein. Okay, keine Ahnung. Ach, hier vielleicht. Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Hi Scherze, grüß dich, schönen guten Abend. Irgendwo soll, also jemand hatte mir gesagt oder mir geschrieben auf YouTube in den Kommentaren, in dem Haus,
beim Elektrizitätswerk, also hier so, soll der Wagenheber sein. Aber also das Haus soll auch ebenerdig in der Nähe sein. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Haus hier gemeint sein sollte. Vielleicht ist das auch nicht richtig oder so, kann ja auch sein. Und das da hinten wird es ja wohl nicht sein. Nein, eigentlich ist es wurscht. Ich habe ja einen Wagenheber, aber es hätte mich jetzt mal interessiert. Im alten Wasserwerk. Okay. Na gut. Da meint der Wasserwerk und hat vielleicht mich auch vertan. Okay, gut. Dann gucken wir bei Gelegenheit da mal rein. Aber wie gesagt, das war jetzt nur mal, weil wir gerade in der Nähe waren. Ich habe mir mal ein paar Kisten und Schränke geschnappt, die mehr Platz haben. Ich fahre, glaube ich, erstmal zu unserem... Schauen wir auf die Karte, warte mal. Ach da, okay, altes Wasserwerk, okay. Alte Mine. Okay. Stimmt, die haben wir jetzt hier auch die Karte, wa? Ist das die... Hey, warte mal, jetzt muss ich mal kurz mich orientieren hier. So, da haben wir angefangen. Da ist unser Häuschen hier so, glaube ich, oder? Oder nee, da... So. Und hier? Waren wir da überhaupt schon? Ach, hier ist das Powerplant. Ach so. Das wäre ja gleich um die Ecke fast. Ah, jetzt habe ich eine Orientierung. Okay. Na komm, dann fahren wir da mal hin. Ich will das jetzt mal wissen. Stimmt, von der Seite. Ja, ich bin, als wir da waren, von der anderen Seite gefahren, ne? Ich hätte mal Bleistifte mitnehmen sollen zum Markieren, aber das kriege ich jetzt auch. Das ist echt blöd, dass man während des Fahrens irgendwie nicht auf die Karte gucken kann. Jetzt, mein Gott, war halt mit meinen Gedanken ganz woanders. Huch, oh, alter Schwede, ist runtergepurzelt. So, das müsste das gewesen sein, oder? Täusche ich mich gerade? Nee, das muss es ja sein. Okay, dann gibt es ein Haus. Hier soll es drin sein. Aber hier waren wir doch auch drin. Na gut, das hat nichts zu heißen. Ich sehe ja auch ganz gerne mal was. Doch, das war ja das, wo wir noch extra... Ach, da steht er doch. Gott. Den habe ich... Na gut, den kann man schon übersehen, ne? Gut, jetzt habe ich alles gesehen.